Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Motors im neuen Jahr 1997. Und wir beginnen heute mit der Count-Rolf-Trophy, die besten Schüsse der ersten drei Runden, die noch im alten Jahr ausgetragen wurden, im Dauerduell BMW gegen Opel. Dann der Wechsel in die heiße Wüste zur Dag Acker Rallye 96-97, die 19. Ausgabe ab Samstag, den 4.1. Ja, täglich hier bei uns. Wir wechseln zur britischen Insel über die besten englischen Rennstrecken mit dem Formel Opel Rennen zur französischen Formel 3, zur dänischen Rallye-Meisterschaft und der Abschluss dann die Nachwuchsschulung der Elf Filière in Frankreich, auch mit deutscher Beteiligung. Nun geht's also wieder los. Ab dem 4. Januar sind die Teilnehmer wieder unterwegs auf 2, 3, 4 oder mehr Rädern bei der 19. Ausgabe der Dakar. Und zum ersten Mal findet die Rallye nur auf dem afrikanischen Kontinent statt. Komplett neue Strecken sind erschlossen worden von der ASO-Organisation. Zurück mit Motors, und auch hier geht es nun abseits regulärer Straßen um Zeit und Ehre. Am 4. Januar, am kommenden Samstag, werden 285 Teilnehmer Dakar, die Hauptstadt des Senegals, verlassen und die 19. Ausgabe der legendären Rallye Dakar absolvieren. Über 8.500 Kilometer, davon 6.500 in Wertung, also Sonderprüfungskilometer, eingeteilt in 15 Tagesetappen. Und Eurosport wird wie schon in den vergangenen Jahren auch in diesem Jahr wieder dabei sein. Und ab kommendem Wochenende zwischen 21.30 Uhr und 22.30 Uhr sich mit aktuellen Tageszusammenfassungen melden. Natürlich auch mit Stimmen der Top-Motorradfahrer wie Heinz Kindergartner, der in den letzten zwei Jahren jeweils die meisten Etappensiege rausgefahren ist, aber das Ziel in Dakar nicht erreichen konnte. Es geht also los im Senegal, dann durch Mali, den Niger, wieder zurück nach Mali, nach Mauretanien, und der Abschluss dann am 19. Januar, am Sonntag, nahe des Pink Lake, des Rosa Sees, wieder in Dakar. Wir werden jetzt mal ein paar Top-Motorräder vorstellen, nochmal Revue passieren lassen, die in den letzten Jahren für Furore gesorgt haben, in fast 20 Jahren der Ausgaben der Dakar, die ja von Thierry Sabine, dem unvergessenen Demon-Mann, ins Leben gerufen wurde. Und das ist der Mann, der bei den Motorrädern die meisten Siege rausgefahren hat. Bisher deren vier, Stefan Peter Hansel, gerade noch in einem der Nissan auf dem Eis, nun bei dem ersten Erprobungstest mit der 97er Yamaha. Aber auch er, genau wie der Yamaha Frankreich-Boss Jean-Claude Olivier, probieren ganz gerne als Appetitanreger nochmal aus die Maschinen, die Yamaha seit 1979 in der Wüste bei der Dakar eingesetzt hat. 7 Siege gab es für die japanischen Hersteller für Yamaha, dank Cyril Neveu, dank Eddie Orioli und dank Stefan Peter Hansel. Der ist nun in der Saison 97 auf den 5. persönlichen Sieg aus. Kaum zu fassen, wenn man das hier mal so geballt zusammensieht, die Maschinen, zum Beispiel die XT600 von 95, die FZ57 von 96, von 86, die YZE Teneré von 88, die aktuelle XTZ, wenn man die miteinander vergleicht, diese Entwicklung bei den Motorrädern ist einfach beeindruckend, sagt Jean-Claude Olivier, der offensichtlich sehr viel Erinnerungen hat, der viele kleine Anekdoten erzählen könnte hier in Hermonville bei Paris. Er verantwortlich für den Einsatz der Motorräder von Anfang an. Chef von Yamaha Frankreich und Fahrer. Ich glaube, dass Stefan eine sehr, sehr gute Chance hat, auch in diesem Jahr wieder als Erster nach Dakar zu kommen. Wir haben ein tolles Motorrad auf die Beine gestellt und ich glaube, von der Geschwindigkeit her sollten wir bei den Allerbesten dabei sein. Qui a fait tout son parcours avec la même marque, et je lui souhaite que ça, pouvoir la gagner. Aber die Geschwindigkeit ist ja nur ein Teil, um den Schlüssel
der Folge bei der Dakar zu erklären. Stefan Peter Hansel weiß, wovon er spricht. Er sagt, dass wir ein ausführliches Entwicklungsprogramm durchlaufen haben in den letzten Monaten. Wir haben intensiv auch in Afrika selbst, in Marokko, getestet, und zwar auf lange Distanz, auch um Zuverlässigkeit in die neuen Teile, in die neue Entwicklung reinzubekommen, des neuen Motorrads. Ich habe auch mich physisch sehr stark vorbereitet, sehr viel Fitnesstraining gemacht, bin gejoggt, habe Squash gespielt. Und ich glaube, dass ich so fit bin wie noch nie. Bin ja auch in den letzten Monaten durchaus nicht nur im Fitnessstudio gewesen oder draußen im Wald, sondern habe auch Wettbewerbe bestritten, Enduros, und war auch bei der Dubai Rally dabei, habe also durchaus das Gefühl noch für die Wüste. Wir sind jetzt in Le Havre und kurz vor der technischen Abnahme haben wir uns im Toyota-Team umgesehen, das nach 4 Jahren Abwesenheit nun als Werksteam wieder mit dabei ist. Hat eben die ASO, der Veranstalter, ja die Werksprototypen vom Typ Citroën ZX für die 97er Ausgabe verboten hat. Auch das ein Grund, warum Toyota mit dem neuen Land Cruiser T2 nun wieder dabei ist. Und Philippe Bornberg sagt, die Rallye Agadez Dakar sollte mir persönlich sehr, sehr gut liegen. Es gibt ja einige neue Eckdaten, unter anderem die Autos sind nun sicherlich etwas gleichwertiger, denn die großen Werke wie Citroën sind mit ihren Spezialprototypen, ihren Superautos, nicht mehr dabei. Jean-Paul Cotret fährt auch wieder mit mir, das ist der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, der Mann, mit dem ich ja schon einen der Buggies im Bourgoin-Team in den letzten Jahren geteilt habe. Der Motor ist deutlich weiterentwickelt worden, das ist sehr, sehr schön. Ich kenne im Übrigen die meisten Leute von Toyota, denn ich bin für die ja schon 92 gefahren bei der Paris-Kapstadt. Jean-Jacques Raté fährt den zweiten der Land Cruiser zusammen mit Gérard Trubel und er sagt, dass das Toyota-Projekt allerdings in der Tat erst jetzt in den Anfangsschritten ist. Wir haben im Grunde erst vor 4 Monaten überhaupt den allerersten Erprobungen angefahren. Es ist überhaupt erstaunlich, dass das Auto jetzt schon auf den Rädern steht. Wir wissen, dass im Grunde dieser Einsatz, der bei der Dakar 97 nur der erste Schritt ist für einen Einsatz dann im Jahr 98, und dort sollten wir unsere volle Stärke ausspielen können. Wir müssen am Anfang sehr vorsichtig sein und nichts zerbrechen, dann werden wir mal sehen, wie es geht. 230 PS leistet das 1057 Kilogramm schwere Gefährt, dieser T2 Land Cruiser, angetrieben von einer 3 Liter Turbodieselmaschine, und Bruno Picard verantwortlich für den gesamten Einsatz dieses Teams von Toyota. Er sagt, ich freue mich, dass ich seit unserem Rückzug 1992 nun beim Comeback wieder so viele alte Gesichter sehe und gute Freunde und Gegner. Ich darf allerdings nicht vergessen, dass wir für diees große Abenteuer ein völlig neues Team auf die Beine gestellt haben, und auch die neuen Regeln weiß noch niemand so richtig optimal umzusetzen. Wir müssen mal sehen, wie es geht. Wichtig war uns die Wahl der Fahrer und der Co-Piloten. Die müssen bestens harmonieren, die müssen auch gute Mechaniker sein. Es wird Etappen geben, da ist dann abends im Biwak keine fremde Hilfe erlaubt. Da müssen also die Besatzung selbst ihre Autos reparieren. Und ich glaube, sagt Bruno Picard, wir haben eine gute Wahl getroffen. 2 Land Cruiser T2 werden eingesetzt, unterstützt von 2 6x6 Trucks und 3 kleineren Service-Vehikeln. Und dann wird auch dann bei der Privatfahrer sicherlich Hilfe angebracht sein. Es gibt eine Menge Leute, die mit privat eingesetzten Toyotas antreten werden, unter anderem Jackie X und auch Henri Pescarolo. Ein weiteres der großen Teams ist 97 dabei, nämlich das Nissan Dessoud Team, hat diverse Patronen in verschiedenen Kategorien dabei. In der T1-Klasse fährt unter anderem Philippe Ayot, der Ex-Formel-1-Fahrer, mit seinem alten Freund Pierre Landreau. Es wird ein spanisches Team antreten mit Juan Porcar und Corian, was auch in der T2-Kategorie. Dort dann ebenfalls dabei De La Vergne und Salvador Servia. In der T3-Kategorie
also ein quasi Privateinsatz, der von Rosio und André Desout, der mit für den Aufbau dieser Autos verantwortlich ist. Er sagt, als Nissan Teammanager, 15 Autos werden von unserer Marke betreut, 6 offizielle Autos und der Rest dann in privaten Händen. Aber wir haben 3 große Assistent-Trucks dabei, also Service-Trucks mit einigen Mechanikern, die auch den Privatfahrern durchaus zur Hilfe zur Hand gehen können, viel helfen werden, wenn es um Schweißarbeiten geht oder ums Ausleihen von Werkzeugen. Aber trotzdem sind wir, obwohl wir nun mit relativ viel Aufwand operieren, viel, viel kleiner als zum Beispiel Mitsubishi. Die das ganze Jahr wird intensiv sich schon auf die neuen Regeln, auf die T2-Topklasse eingestellt haben mit ihrem Pajero, und die sollten eigentlich zumindest deutlich schneller sein als wir. Schneller, aber man wird sehen, ob das die Schnelligkeit wirklich über 15 lange Tage mit extremen Tagesetappen, ob die Geschwindigkeit wirklich von ausschlaggebender Bedeutung ist. In jedem Fall sind die Nissan Patrol ausgerüstet mit 4,2 Liter Sechszylindermotoren und leisten je nach Vorbereitung und nach Kategorie Einsatzort, also zwischen 210 und 310 PS. Technische Abnahme, die wichtigen Teile, die nicht entfernt werden dürfen, werden versiegelt. Das wird dann auch am Ende der Rallye genauestens kontrolliert. Wir kommen zur T3-Kategorie, zu der Klasse der Prototypen, die aber nur noch von Privatteams eingesetzt werden dürfen, und die Top-Chancen dort liegen wohl bei Jean-Louis Schlesser, dem zweifachen Langstrecken-Weltmeister auf Mercedes Anfang der 90er Jahre. Mit seinem Zweirad angetriebenen Buggy mit 4,5 Liter Seat-Motor ist Jean-Louis nun drauf und dran, vielleicht sogar um den Gesamtsieg mitzufahren. Wie er sagt, er hat erneut einen zweiten Buggy auf die Räder gestellt, entwickeln lassen für Jutta Kleinspitz, seine Lebensgefährtin, die Münchnerin. Lange Zeit ja auf zwei Rädern in der Motorradwertung extrem schnell und erfolgreich bei der Dakar. Und sie wird regelmäßig für Eurosport berichten, ihre Tageseindrücke zusammenfassen und auch eine Vorschau machen auf die Etappen der folgenden Tage. Zu Patrick Tombe, der für das Sang-Yong-Team aus Korea fährt, zusammen mit Bernard O'Kelly, dem ehemaligen Beifahrer von Didier Auriol O'Kelly, für den Einsatz dieser Sang-Yong-Autos auch verantwortlich. Patrick Tombe, der ehemalige Formel-1-Fahrer, er liebt Afrika und wird deswegen nie mehr wieder tauschen wollen, wie er sagt, mit einem Rundstreckenauto. Er sieht schon wie ein richtiger Abenteurer aus. Das gilt sicherlich auch für die Motorradfahrer, für die meisten von ihnen jedenfalls. KTM hat eine riesige Armada auf die Reise geschickt oder wird auf die Reise schicken. Fast die Hälfte des gesamten Starterfeldes setzt auf die österreichische Marke aus Martinhofen, und allen voran wird natürlich Speerspitze Heinz Kinnegarten, der zweifache ehemalige Motocross-Weltmeister, alles dran setzen, nun auch einmal im Ziel in Dakar zu sein. Großer Wechseljahr zu den bisherigen Dakars, den 18 bisherigen Ausgaben. Es gibt keine Verbindungsetappe mehr quer durch Frankreich und durch Spanien. Es gibt eine komplett neue Streckenführung, ausschließlich in Afrika. Und die Werks- und Importeurteams werden nun stark unter von vielen Privatiers und über Auriol sagt, offenbar geht unsere Rechnung auf. Wir wollten den Privatfahrern wieder ein bisschen die Türe öffnen, wollten den Overkill durch viel zu viel Werkseinsatz, durch Helikopter, Flugzeuge, eine Armada von Werkstrucks, das wollten wir abstellen, und das Echo ist ganz offensichtlich richtig, das Echo ist, stimmt uns optimistisch. Es wird ein toller Kampf geben, sowohl bei den Autos wie bei den Motorrädern. Peter Hansel dürfte bei den Motorrädern zwar der große Favorit sein, aber KTM hat tolle Fahrer wie Kinnegarten, wie Thierry Bagnaldi, wie Fabrizio Meoni, wie Jorge Acaron, wie Richard Zenk oder Norbert Schilche aus Deutschland und Chris Attinger aus der Schweiz. Das Rennen wird offen sein, und ich hoffe, die Entscheidung fällt erst in den letzten Tagen. Eurosport wird also dabei sein ab dem kommenden Wochenende, ab Samstagabend um 21:30 Uhr. Da melden wir uns wieder.